Ja, liebe Damen und Herren, ich bin der Ingo Götze. Ich bin der Leiter, insoweit man das sagen kann, bei einem sehr flach hierarchierten Radio. Bin die Hauptredaktion und das Ganze wurde gegründet am 13. Februar 2014 und heute haben wir den 13. Februar 2015 und damit ein Jahr lang das erste Sendejahr. Ich freue mich drüber, so viele Menschen kennengelernt zu haben, die mit mir hier in einem Projekt arbeiten, das alles abfordert, 100% Einsatz fordert, es keine ruhige Minute hier gibt und dennoch kaum jemand das Projekt wieder verlassen hat. Selbst nach Ende des Projektes hier noch immer auf freiwilliger Basis Leute geblieben sind. Das freut mich am meisten. Wir hatten auch Schwierigkeiten in dem Jahr, das möchte ich nicht verhehlen. Nicht nur mit Technik und auch nicht nur mit unseren Sendungen, auch von Seiten, von denen wir es nicht erwartet hätten. Aber diese Schwierigkeiten haben wir überwunden. Und ich bin immer der Meinung, wenn einem jemand einen Stein in den Weg legt, dann gehe ich da drauf, um zu gucken, wie der Weg weitergeht. Ja, und die Aussichten, wir wollen, dass dieses Radio ein Bürgerradio wird. Die Anträge sind gestellt. Wir hoffen auf schnelle Bearbeitung und dann, dass wir hier Personen oder Mitarbeiter, die sich im Moment im Projekt befinden, einstellen können. Hallo, hier ist Cindy von der Burgenlandwelle. Wir feiern heute unser einjähriges Bestehen der Burgenlandwelle. Ich bin schon seit dem 2. Dezember 2013 dabei. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich mache in der Woche 8 Sendungen und das Büro und natürlich Mädchen für alles. Also ich freue mich auf die nächsten Jahre mit euch zusammen. Hört gut rein, es gibt wieder alles spannende Sendungen, Interviews und was ihr alles haben möchtet. Hallo, hier ist Lars von der Burgenlandwelle. Wir feiern heute unseren ersten Jahrestag, wo wir auf Sendung sind. Und ich bin hier seit 2. Dezember 2013. Ich habe das ganze Projekt mit aufgebaut und bin für die komplette Technik verantwortlich. Ich wünsche mir für die nächsten Jahre noch mehr Zuhörer. Hallöchen, ich bin der Frank. Ich bin treuer Hörer der Burgenlandwelle. Ich mache für die Burgenlandwelle die T-Shirts, die Tassen, Stempel, also arbeite auch für sie, bin aber und werde ein treuer Hörer dieser Welle auch bleiben. Dankeschön. Macht weiter so, Jungs. Hallo, mein Name ist Marco Nering. Ich bin jetzt seit über einem Jahr hier in der Burgenlandwelle und wir feiern heute unseren ersten Geburtstag. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass dieses Projekt bestehen bleibt und wir auch weiterhin so gut im Team zusammenarbeiten können. Ja, ich bin der Frank Pullmann und ich bin seit über ein Jahr bei der Burgenlandwelle und ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir mehr Zuhörer bekommen. Hallo, ich bin die Franziska Rudolf und wir haben heute das einjährige Bestehen der Burgenlandwelle. Ich bin schon über ein Jahr dabei und ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir auch mehr Zuhörer haben und dass unser Team natürlich auch so stark bleibt wie bisher und dass wir auch noch mehr Sponsoren vielleicht noch bekommen können, dass wir weiterhin bestehen können. Vielen Dank. So, und das hier ist unser Redaktionshund, Sir Albert. Der gehört auch schon sehr lange zu uns dazu. Hier ist euer Chris von der Burgenlandwelle und ich bin schon ein Jahr hier in der Burgenlandwelle dabei. Und ich wünsche mir hohe Einschaltquoten für die Zukunft. Hallo, ich bin Sandra. Ich bin seit April 2014 bei der Burgenlandwelle. Die Arbeit hier macht mir sehr viel Spaß. Ja, und ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit mit den Sportvereinen oder anderen Vereinen hier in der Umgebung noch besser klappt und wir dann ein richtiges Netzwerk aufbauen können, mit allem gut zusammenarbeiten. Ja, und natürlich viele Zuhörer. Hallo, ich bin der Uwe, ziemlich neu hier. Mir macht es sehr viel Spaß, was ich hier kennengelernt habe und wünsche mir, dass ich nach meiner Zeit noch länger hier bleiben kann. Ich bin die Julia und ich höre die Burgenlandwelle und ich wünsche mir, dass der Sender noch eine größere Reichweite bekommt.